So, ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einmal ein bisschen den Markt durchforsten, was es da zu kaufen gibt. Weil, bla bla bla, Ihre Anfrage, weil die Preise sind gerade ein bisschen im Arsch, um ehrlich zu sein. So von diesen ganzen Skins. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Ich habe keine Ahnung, was das Handy von mir möchte. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, die Rust-Skins sind ein bisschen im Arsch von den Preisen her. Egal, was man kauft, das geht irgendwie alles gerade in den Keller. Ich weiß nicht warum, ist mir egal. Hab bis jetzt natürlich ein paar Mal einen Griff ins Klo gehabt hier. Jetzt will ich mal gucken, ob man sich irgendwas für einen günstigen Preis hier kaufen kann. So, Swamp Master für 80 Cent. Ich dachte aber eher an sowas wie Furnace. Weil. Die letzten, die ich gekauft habe, die ich direkt im Shop gekauft habe, die waren wirklich ein Mega-Griff ins Klo. Die sind alle unter 1,30 € gesunken. Jetzt würde mich mal interessieren, wo die sind. Rotten Skull ab 1 €. Wo sind sie? Hier, der zum Beispiel. Der ist auf 1,06 € gesunken. Jetzt frage ich mich natürlich, wird er noch weiter sinken? Nö, jetzt ist er gleich schon wieder auf 1,10 €. Warum? Kaufen. Für. €1,10 €. Die Preise gehen aber auch immer hoch und runter, das ist unglaublich. Wir können ja einfach mal nach Furnace suchen. A, B, C, D, C, fuck, hier gibt es kein Furnace. Why? Why gibt es hier kein Furnace? Dann gehen wir mal Furnace ein. So. Dragon Furnace, ja. Octo Furnace, den will ich auch gerade verkaufen. Gruselig das Teil. 1,10 €, aber den werde ich mir jetzt kaufen. Ist mir gerade ein bisschen egal. Den werde ich nochmal als zweiten. Bam. Ne, brauche ich nicht, danke. Ich habe ihn jetzt gekauft. Für 1,10 € nochmal. Der sieht ganz schön Porno aus, ist mir egal. Deswegen finde ich ihn ja auch so geil. So, jetzt werden wir das nochmal rausnehmen und werden nochmal gucken, ob noch irgendwas anderes Schönes für den Preis drin ist. Was soll denn das? Wieso ist denn die Flower Power Door? Die habe ich mir damals nicht gekauft. Warum habe ich mir die nicht gekauft? Die fand ich zu komisch. Da könnte man sich ein bisschen aufregen. Sowas geht auf über 2 € und alle anderen Türen, die ich habe, die gehen voll in den Keller. So. Weiter geht's. Komm schon. Gib mir noch mal irgendwas ausgefallenes für einen günstigen Kurs. Und hier sind die Kurse schon nicht mehr so günstig. Diese Bandanas, die gehen eh nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Troll Daddy. Wenn, dann gehen eher Waffen. Das geht auch in den Keller. Verstehe ich nicht. Ist die einzige, die da ist. Normalerweise Download abgeschlossen. Wreckfest. Geil. Ich kann gleich Wreckfest spielen. So, weiter. Hier gibt es nichts.
Was Flori braucht. Christmas Pants. So. Den hasse ich auch wie die Pest. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Aber ich werde ihn nicht mit so viel Minus verkaufen. Mit grandiosen 30 Cent Minus, aber egal. So, was haben wir denn da? Oh, thank you. Ich habe was gekauft. Okay, das weiß ich doch. Christmas Night, zum Glück habe ich den nicht gekauft. Ich weiß nicht, die Furnaces gehen einfach gerade gar nicht. Vielleicht kann mir auch mal einer verraten, ob das Furnaces heißt. Verdammte Axt. So, da ist meine Cobalt Wunder, die auch nicht geht. Alles, was ich in der letzten Zeit gekauft habe, geht einfach nicht. Die Flash Mask, die sieht gut aus. Die Frankensteinmaske. 1,27 Euro. Habe ich die noch? Oder habe ich die auf dem Markt gesetzt? Ich hoffe nicht. Wie man sieht, Furnace geht überhaupt nicht. Die Türen gehen gerade nicht. Die habe ich behalten, weil die sieht geil aus. Santa Furnace. Santas Front Door. Alles Schrott. Ich denke, die Preise werden noch irgendwann wieder steigen, aber gerade sind die einfach irgendwie im Arsch. Nee, es geht einfach nichts. So. Jetzt gehen wir mal auf den Community-Markt. Ich weiß gar nicht, was ich alles angeboten habe, beziehungsweise was ich noch habe. Ah, warte, da habe ich es. Ich habe ein bisschen aussortiert, weil ich habe viel Schrott dabei, wo ich sage, das geht einfach gerade nicht so wirklich. Der Hoodie, den will ich loswerden. Die Box mit 1 Cent Gewinn. Den Octo Furnace. Die Box mit 13 Cent Gewinn. Huhu! Mit 11 Cent Gewinn. Also die Fleischmaske, die ich habe, die könnte ich jetzt mit, keine Ahnung, 60 Cent Gewinn verkaufen. Die hier. Bäm! Aber ich will's nicht. Ich will sie behalten, weil ich sie wunderschön finde. Ja, sie ist wirklich wunderschön. 3,83 Euro. Ach, die Frage aller Fragen. Behalte ich den? Der war letzte Woche noch über 4 Euro. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich müsste auch eigentlich hier in meinem Dings noch eine zweite haben. Wo ist meine zweite? Wo ist mein zweiter Furnace davon? Den ich gerade gekauft habe? Er wird mir nicht angezeigt. Bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Ich weiß es nicht. Naja, es gab nicht wirklich was zu kaufen, muss ich jetzt mal zugeben, leider. Aber ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag.